Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde, von Albert Einstein stammt der Satz: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war's schlecht, dann erst recht. Das Turnjahr 2019 war definitiv ein besonderes. Schließlich erleben und organisieren wir nicht alle Tage eine Weltmeisterschaft. Täglich eine ausverkaufte Halle, viele Zuschauer vor dem Fernseher, eine ganz besondere Stimmung in der Wettkampfarena und in der Stadt Stuttgart, sowie das Erreichen der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio belegen dies eindrucksvoll. Doch 2019 hatte noch mehr zu bieten. Der Deutsche Turnerbund hat mehr erreicht, als durch eine Weltmeisterschaft mit ihren Topstars und den sportlichen Erfolgen sichtbar wurde. Der Deutsche Turnerbund hat das getan, was seine Aufgabe und damit auch unsere Mission ist. Wir haben Menschen bewegt. Wir haben Menschen in so vielen unterschiedlichen Formen, Facetten und Bereichen bewegt, wie kein anderer Sportfachverband in Deutschland. Nirgendwo sonst ist die Palette der Angebote so breit, sind die Möglichkeiten, sich zu betätigen, so unbegrenzt, sind die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen so unterschiedlich wie im Deutschen Turnerbund. Und nirgendwo wird so konsequent und so ganzheitlich das Thema Sport und Gesundheit für alle gelebt wie im DTB, in den Turnverbänden und vor allem in unseren Vereinen. Nur zwei kleine Beispiele möchte ich hier nennen. Am bundesweiten Tag des Kinderturnens, Anfang November, haben sich allein in diesem Jahr 700 Vereine beteiligt und dabei 55.000 Kinder, ganz egal ob mit oder ohne Handicap, in Bewegung gebracht. Kinderturnen führt unsere Kinder hin zur Bewegung, hin zum Sporttreiben in der Gemeinschaft. Dies zeigt die immense Bedeutung des Kinderturnens für unsere Gesellschaft. Ich möchte ein zweites Beispiel nennen. Die Europäische Woche des Sports, die der Deutsche Turnerbund für die Europäische Union organisiert, hat im September bundesweit mehr als 530 Veranstaltungen registriert. 110.000 Menschen haben wir 2019 unter dem Hashtag BeActive mit Sport und Bewegung in Kontakt gebracht. Dies sind tolle Zahlen, die beispielhaft verdeutlichen, was in unseren Vereinen alles geboten wird. Von Babys in Bewegung bis hin zur Sturzprophylaxe für Hochaltrige, von Kinderturnen über Wettkampfsport als Breiten- und als Leistungssport bis hin zum Fitness- und Gesundheitssport, von der Kindererlebniswelt bis zum Fitness-Hotspot, die vielfältigen Angebote in den 20.000 Vereinen haben im Jahr 2019 eine Anzahl von Menschen erreicht, die zweifelsohne weit in die Millionen geht und dankbar angenommen wurden. Wir, die Turnverbände, durften den Vereinssport prägen, den Vereinssport inhaltlich gestalten und den Turnsport auf Verbandsebene gestalten. Das war nur möglich, weil über 500.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Turnvereinen und Turnverbänden sich als Übungsleiter, als Trainer oder als Helfer in der Organisation mit ihren freiwilligen Leistungen und ihrem Engagement eingebracht haben. Sie alle leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft. Sie sind die Säulen der Turnbewegung, ja, die Säulen unseres deutschlandweiten Sportsystems. Danke für die vielen Stunden, die ihr für die gute Sache geopfert habt. Danke für die oft auch anstrengenden und erschöpfenden Momente. Danke für das, was ihr den 5 Millionen Menschen in unserem Land, die unsere Angebote nutzen, ermöglicht habt. Natürlich
wollen wir uns auf dem Erreichten nicht ausruhen. Wir möchten noch mehr Menschen in Bewegung setzen. Wir möchten unseren Beitrag zur Gesunderhaltung der Gesellschaft vergrößern. Und vor allem möchten wir die Zukunft unserer Vereine mit all ihren sozialen Funktionen sichern und sie fit machen für die Herausforderungen, die gesellschaftlichen Umbrüche in den kommenden Jahren zu meistern. Gleichzeitig möchte ich aber auch euch, liebe Vereinsmitglieder und liebe Ehrenamtliche in den Vereinen und Verbänden, motivieren. Lasst nicht nach. Lasst nicht nach in eurem Engagement. Arbeitet ebenfalls weiter daran, eure Vereine und eure Turnverbände mit ihren vielen Angeboten fit zu machen für die Zukunft. Und bleibt bitte auch im engen Kontakt mit uns. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Dinge beherzigen, dann können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen besinnliche und erholsame Feiertage sowie alles Gute im kommenden Jahr 2020.